Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Wir sind so stolz auf dich, meine Süße. Wir können es immer noch nicht glauben, dass du in der Ballettakademie aufgenommen worden bist. Ich muss nur noch dieses Schuljahr beenden und nächstes Jahr bin ich dann schon in der Akademie. Oh Schätzchen, schau mal, wir sind jetzt bei der Schule angekommen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, meine Süße. Danke. Tschüss, Papa. Tschüss, Mama. Und tschüss, kleine Schwester. Bis später. Oh, hallo, Leute. Habt ihr etwa alle auf mich gewartet? Was ist das für eine Frage, Luise? Natürlich, sowas machen Freunde. Oh, danke, Mittwoch. Ich meine Wednesday, das ist echt nett von dir. Hey, Luise, hast du schon die neue Folge von Tokatos gesehen? Da geht's auch um eine Ballerina. Oh Mann, habe ich die Premiere schon wieder verpasst? Oh Mann. Ja, die Premiere war echt cool, denn du musst wissen, nur coole Leute sind in der Premiere von Tokatos dabei. Und ich habe den Kanal sogar subscribed und gebe den Videos immer einen Daumen hoch. Oh Mann, ich finde das so cool, dass wir alle Tokaboka und Tokatos lieben. Ja, das bedeutet, dass wir alle gute Freunde sind. Na dann, Freunde, komm, gehen wir in die Schule rein. Wer als letztes oben ist, hat verloren. Hey, wartet, ihr müsst bis 3 zählen. Amira, alles Toka, ihr habt geschummelt. Oh Mann, hätte ich mich mit Emily und Emma nicht angefreundet, wäre ich auch mit Luisa und den anderen befreundet. Aber das habe ich jetzt verdient. Ich werde jetzt immer eine Außenseiterin bleiben. Hey Jenna, du Furzkopf, her mit deiner Tasche. Komm, hol sie dir, wenn du kannst. Ha, Furzkopf. Oh nein, Klaus hat meinen Rucksack geklaut. Klaus, gib ihn mir zurück, bitte. Da sind all meine Schulsachen drinnen. Oh. Emily, Emma, was macht ihr hier mit Klaus? Hey Emily, meine Queen, ich hab sie hergeluckt, wie du es mir gesagt hast. Emily, hast du Klaus gesagt, dass er meinen Rucksack klauen soll? Jenna, was bist du so paranoid? Natürlich nicht. Wir sind doch Freunde, Jenna, oder? Freunde würden ja sowas nicht tun. Oh Jenna, dein Rucksack ist so schwer. Ich stell ihn mal ab. Hier, in dem Mistkübel. Deine Sachen sind jetzt alle im Müll. Nein, meine ganzen Hausaufgaben, meine Schulsachen, bitte. Das hat Klaus sicher unabsichtlich gemacht, oder? Nein, das war mit Absicht. Und das habt ihr ihm gesagt, oder? Wie kannst du sowas überhaupt behaupten, nach dem, was du uns angetan hast? Ich habe das Richtige gemacht, einmal im Leben. Und jetzt musst du die Konsequenzen dafür tragen. Los, Klaus, halte sie. Ach, natürlich, meine Lieblings-Emma. Was habt ihr vor? Lass mich los, Klaus. Du wirst jetzt dafür bestraft, dass du uns verpetzt hast. Lass mich los. Schau, weil wir so gute Freunde sind, haben wir dir sogar Eis mitgebracht. Hier, nimm es. Habe. Ach, ihr habt mir Eis in die Haare geklebt. Boah, und jetzt bist du wirklich nicht nur die stinkende Jenna, sondern auch die klebrige Jenna. Und das ist erst der Anfang. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Das und das brauche ich. Und ich habe auch was Kleines für dich. Hier und das. Boah, Jenna, hast du etwa gefurzt? Nicht schon wieder, die stinkende Jenna. Jenna, du wirst die ganze Woche sicher nach dem riechen. Und zum guter Letzt bekommst du noch etwas ganz Besonderes. Weil du hast ja so Mundgeruch, dachte ich mir, du brauchst Kaugummi. Ich liebe Blubberblasen. Oh, Jenna, willst du auch Kaugummi? Hier gerne, natürlich. Nein, ich will kein Kaugummi. Ach, das wäre doch unhöflich. Los, nimm ein Kaugummi. Du hast mir Kaugummi in die Haare gegeben. Schaut sie euch an, so ein Loser. Kommt schon, Freunde, gehen wir, bevor die Lehrerin kommt. Du hast recht, Emily. Oh, Klaus, hast du nicht auch ein Geschenk für Jenna? Ja, hier, Eier. Ich habe ihr Eier auf die Haare gegeben. Oh, Klaus, du bist so witzig. Der haben wir es gezeigt. Sie wird uns nie wieder mehr verpetzen. Ich hätte mich mit Emily und Emma nie befreunden sollen. Wieso habe ich das gemacht? Ja, aber das habe ich ja verdient. Alles, was ich zugelassen habe, was sie Luisa antun, machen sie jetzt mit mir. Ich weiß aber nicht, wie lange ich das noch so durchhalten werde. Ich muss irgendwie das aus meinen Haaren bekommen. Um Himmels Willen, Jenna, was ist passiert? Ja, Jenna, hast du wieder in Mistkübel nach Essen gesucht? Puh, so wie du riechst, muss das wirklich so gewesen sein, die stinkende Jenna. Nein, das stimmt nicht. Ach, egal. Lasst mich alle in Ruhe. Oh Mann, Jenna, so habe ich sie ja noch nie gesehen, die Arme. Los, Luisa, willst du sie nicht trösten?
denn ein Loser tröstet den anderen. Luisa und Jenna sitzen auf dem Loserbaum. Einer fällt runter, der andere hat Kacke auf dem Kopf. Hat es euch noch nicht gereicht, dass ihr nie wieder mehr Ballett tanzen müsst, weil ihr solchen Blödsinn macht? Jenna hat alles verdient, was ihr passiert ist. Wegen ihr dürfen wir nie wieder mehr Ballett tanzen. Genau, das ist alles Jennas Schuld. Diese Made. Oh nein, das habt ihr euch alles selbst zuzuschreiben, weil ihr so gemein seid. Halt du dich da raus, Luisa, du einbeiniger Pirat, du Piratenballerina. Ja, pass lieber auf, sonst fangen wir wieder an, dich ein bisschen zu mobben. Das könnt ihr gerne versuchen, aber das werde ich nicht zulassen. Die Einbeinige hat wohl Krallen bekommen. Ach, mit dir geben wir uns nicht ab. Wir sind immer noch cool. Wir haben zwei Beine. Ach, es hat keinen Sinn mit diesen zwei. Aber die arme Jenna, ich muss schnell nachschauen, ob es ihr gut geht. Wo ist sie? Oh, ich glaube, sie weint im Klo. Jenna, bist du da drin? Geh weg, lass mich allein. Komm schon, Jenna, mach die Tür auf. Okay, das war die Strafe, weil ich Emily und Emma verpetzt habe. Schau, was sie mit mir gemacht haben. Man muss irgendwas gegen diese zwei machen. Das geht doch nicht, dass sie andere Leute schikanieren. Was soll ich nur tun? Ich habe Kaugummi in den Haaren. Das kriegt man doch nicht mehr raus. Mach dir keine Sorgen, Jenna. Das kriege ich schon weg. So, jetzt erstmal das Eis weg. Und jetzt nehmen wir mal diese komischen Kaugummistücke aus deinen Haaren. So, das geht auch weg. Und jetzt noch die Bombe können wir auch weglegen. Sehr gut. Ist wieder alles gut? Wieso bist du eigentlich so nett zu mir, nach dem, was ich alles zugelassen habe? Ach, Jenna, mach dir doch keinen Kopf. Du hast ja zum Schluss dann das Richtige getan. Was? Du findest, dass ich das Richtige getan habe? Es hat mich schon verletzt, dass du meine Freundschaft gegen Emily und Luisas Freundschaft ausgetauscht hast. Aber vergeben und vergessen. Komm, wollen wir wieder Freunde sein? Was, du willst wirklich mit mir wieder befreundet sein? Ja, Luisa, unbedingt. Oh, danke. Hey, hör auf, dich zu bedanken, natürlich. Komm her, eine Umarmung. Ah, du bist einfach die Beste. Oh, ich glaube, wir sollten in die Klasse gehen. Komm. Komm, Jenna, sitzen wir nebeneinander. Hä? Jenna und Luisa, sie sind wieder befreundet? Hä, wie kann Luisa Jenna nur so schnell vergeben? Ach, ich will nicht, dass die zwei glücklich sind. Wir werden Jenna fertig machen in der Mittagspause. Na, die kann was erleben. Na, ich wünsche euch zwei Süßen einen guten Appetit. Dankeschön. Komm, setzen wir uns hier zum Tisch zu Wednesday und Annie. Oh, Jenna, hast du wieder Essen in der Mülltonne gefunden? Leute, müsst ihr mich wissen, Jenna hat überhaupt kein Geld und sie muss immer ihr Essen vom Mistkübel suchen. Emily, ich bitte dich, hör auf. Emily, ich bitte dich, hör auf. Fängst du etwa gleich an zu weinen, du stinkende Jenna? Es reicht mir. Lass gefällig Jenna in Ruhe. Oh, schaut mal. Ein einbeiniger Pirat setzt sich für ein Stinkerloser ein. Hört bitte auf. Luisa, misch dich nicht ein. Jenna, wenn du willst, dass wir aufhören, dann verschwinde aus dieser Schule. Okay. Ihr habt recht, ich muss gehen. Nein, das musst du nicht. Wenn, dann müssen Emily und Emma gehen, weil sie mobben. Jenna, verschwinde! Jenna, verschwinde! Jenna, verschwinde! Ich halte das nicht mehr aus, ich muss weg. Es reicht mir jetzt. Ach, jetzt seid ihr zu weit gegangen. Hier, nimm das. Oh, meine Haare. Oh mein Gott, sie hat mir einen Hotdog auf die Haare geworfen. Hey Leute, schaut mal Emilys neuen Hut. Wow, der steht dir aber gut, Emily. Und jetzt tschüss. Oh mein Gott, mach es weg. Ja, warte. Wo ist Jenna nur? Ah, da ist sie ja. Jenna, ich hab dich schon überall gesucht. Lass dich von Emily und Emma nicht unterkriegen. Ich halte das doch nicht aus, wenn es so weitergeht. Noch ein ganzes Jahr. Ich muss meiner Mama sagen, ich muss die Schule wechseln. Nein, hör auf, Jenna. Das kriegen wir schon hin. Bitte bleib. Ich will ja bleiben, aber was soll ich nur gegen Emily und Emma tun? Keine Sorge, du hast ja jetzt Freunde, du hast mich. Du hast Wednesday, Annie, Alistoka und Almira. Was? Die sind jetzt alle meine Freunde? Ich hatte noch nie so viele Freunde. Hey, wie wär's? Hast du Bock, ein bisschen shoppen zu gehen nach der Schule? Wir können mal neue Klamotten kaufen. Oh ja, unbedingt. Du musst mir helfen. Ich möchte einen neuen Style haben. Und zum Friseur will ich auch gehen. Und mir Make-up kaufen, bitte. Das heißt, es wird Zeit für ein Makeover. Zeit zum Shoppen. Jenna, bist du bereit für dein Makeover? Oh ja, ich kann's kaum erwarten. Und danke, dass ihr alle mit mir kommt und mir helft. Na klar, Jenna, dafür sind Freunde da. Wow, Wednesday, das war sehr emotional von dir. Verzeihung, wir wollen Klamotten kaufen. Haben Sie hier einen H&N? Einen H&N? Ja, natürlich, im zweiten Stock. Oh, das war sehr freundlich, vielen Dank. Komm, Leute, gehen wir in den zweiten Stock. Ah, hier ist ein Aufzug. Ich hasse nämlich Stufensteigen. Tschüss. Und da sind wir auch schon im zweiten Stock. Gut, und jetzt, hier rechts.
Wow, dieser Laden hat so viel Auswahl. Also Jenna, welches willst du haben? Ich weiß nicht. Helft ihr mir? Was soll ich kaufen? Wie wär's, wenn jeder eines aussucht und du musst, Jenna, musst alles ausprobieren, okay? Als erster brauchen wir aber diese Einkaufstüte. Ah, perfekt, ich nehme diese grüne hier. Oh, ich will, dass du das nimmst. Schau mal dieses schöne rote Outfit an. Das will ich, dass du anziehst. Probier doch dieses an. Das ist so schön bunt. Das hat so viele Farben. Du musst nämlich wissen, ich liebe Farben. Naja, eigentlich ist das nicht so farbenfroh. Oh, ich will, dass du diese zwei Outfits anziehst. Und zwar das rote und das schwarze. Okay, Jenna, es wird Zeit. Nimm jetzt all diese Klamotten und wir gehen jetzt in die Umkleidekabine und da musst du uns alles vorführen, okay? Was? Aber ich bin schüchtern. Okay, ich mach das schon. Wir wollen eine Fashion-Show von dir haben. Los, Jenna, zieh es an. Okay. Ich gebe mal alles hier hin. So, ich stell alles ab. Und dann zieh ich alles nach der Reihe an, okay? Okay. Wow, Jenna, dieses rote Outfit, das steht dir so gut. Wow, Jenna. Okay, ich muss sagen, ich finde das auch irgendwie süß. Okay, ich zieh das nächste an. Okay. Was hält ihr von diesem Outfit? Das finde ich irgendwie cool. Ich muss sagen, weiß steht dir richtig gut, dieses weiße Outfit. Ich zieh mal das nächste an. Das ist so cool. Kann ich mir das mal ausborgen, wenn du das kaufst? Also ich persönlich fand das vorige besser. Das musst du kaufen. Das ist so süß. Okay, nur noch ein Kleid. Das ist das letzte. Was haltet ihr von dem? Ach, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Es sind einfach alle so schön. Ich habe eine Idee. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Deswegen werde ich einfach alle kaufen und die Zuschauer dürfen entscheiden, welches ich dann anziehen soll. Okay? Also pausiert das Video und schreibt in die Kommentare, welches Outfit ich nehmen soll. Oh Jenna, du wolltest ja auch noch Make-up kaufen. Komm, da drüben gibt es ganz viel. Schnell, komm. Das ist die beste Make-up-Marke. Das ist MAC. Das ist von McDonald's, musst du wissen. Okay, das Erste, was wir brauchen, sind mal ein paar Brushes. Und zwar hier. Das da ist für das Gesicht natürlich. Also das geben wir hier auf die Tüte. Das brauchst du. Dann die Make-up-Palette. Ein bisschen Rouge natürlich. Und noch das da. Und dein Lippenstift und das. Ja, ich glaube, das war's. Oh, ein bisschen Sonnencreme natürlich, darf man nicht vergessen. Und das war's. Komm, Jenna, das war alles, was du brauchst. Gehen wir. Kommt, Leute, wir sind fertig. Jenna hat alles gekauft für ihr Makeover. Das wird sicher sehr viel kosten. Sicher 2 €. Was hältst du davon, wenn wir dir eine neue Haarfarbe kaufen, Jenna? Willkommen bei Hair for You. Wir haaren für Sie. Guten Tag, meine Freundin Jenna möchte sich eine neue Haarfarbe färben. Oder kommen Sie genau zum richtigen Moment. Wir haben genau jetzt trendige Farben. Oh, schau mal, Jenna. Komm, such dir eins aus, was gefällt dir? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Suchen Sie sich einfach eins aus, was Ihnen gefällt. Ich weiß nicht. Gelb, lila, rosa, grün. Ich weiß nicht. Also ich glaube, zu Ihnen würde perfekt rosa passen oder lila. Beides wäre sehr sicher sehr schön. Das passt zu Ihren Augen. Beide würden sicher extrem gut bei dir ausschauen, Jenna. Okay, dann nehme ich lila. Lila, bitte. Dein Wunsch ist unser Befehl. Lila soll's sein. Hier, bitte schön. Dankeschön. Ist das gratis? Und natürlich nicht. Das kostet 300 €. Das war ein guter Scherz. Das war kein Scherz. Diese Farbe kostet wirklich 300 €. Na gut, ich gebe Ihnen 5 €. 5 € sind aber lecker. Na gut, danke schön. Auf Wiedersehen. Okay, das Erste, was wir jetzt machen werden, Jenna, ist, ich zeige dir, wie man sich richtig und vorteilhaft schminkt. Nimm mal dein Make-up-Brush in die Hand. Sehr gut. Also, fangen wir an. Oh, danke dir, Luisa. Du bist echt eine gute Freundin. Danke für deine Hilfe. Ich kann es kaum erwarten, das Gesicht von Emma und Emily morgen in der Schule zu sehen. Also komm, Jenna, fangen wir an. Also, liebe Zuschauer, ihr dürft jetzt entscheiden, wie Jenna in der nächsten Episode ausschauen wird. Look Nummer 1 wurde inspiriert von Gucci. Wenn ihr Look Nummer 1 wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Als nächstes haben wir Jenna in Look Nummer 2. Look Nummer 2 ist inspiriert von Coachella, so ein Cottagecore-Festival. Wenn ihr Look Nummer 2 sehen wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Und zu guter Letzt kommt Look Nummer 3, mein persönlicher Favorite. Das ist so ein bisschen Festival und so ein bisschen Rock'n'Roll und so. Und ich finde, mit dem bunten Make-up in den Augen, das ist mein absolutes Favorite. Also, wenn ihr auch Look Nummer 3 sehen wollt, dann schreibt 3 in die Kommentare. Entschuldige, ich verliere schon langsam meine Stimme. Also, was wollt ihr? 1, 2 oder 3? Letzte Chance vorbei. Wenn ihr wirklich richtig steht, seht ihr in der nächsten Episode.
Also Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Episode gut gefallen. Falls sie euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt bedanke ich mich noch bei unseren treuen Fans, die Kanalmitglieder sind. Dankeschön Vanessa Tokaboka, Severina Hermann, Leonie Jonas, Huzuka Anja und Lea Kuljiki. Danke, dass ihr Kanalmitglieder seid. Und wenn ihr auch in einem Video gegrüßt werden wollt, dann werdet einfach Kanalmitglied. Oder schreibt einen netten Kommentar, so wie zum Beispiel die liebe Lena. Vielen Dank, Lena, für deinen super lieben Kommentar. Als nächstes haben wir Luana. Luana, danke, dass du ein Toasty bist und unseren Kanal abonniert hast. Und zu guter Letzt noch den Erhan. Vielen Dank, Erhan und Namli, dass ihr all unsere Videos schaust und sogar bis zum Schluss und den Videos immer einen Daumen hoch gibt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Episode gut gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.